Wir sind mitten im Pride Month und in der letzten Aktuellen Stunde zu diesem Thema wurden wir aufgefordert, dass wir mit unseren bunten Socken nicht nur im Bundestag stehen, sondern eben auch draußen auf der Straße dafür werben, dass es keinen Grund gibt, Homo- und Transsexuelle auszugrenzen und zu diskriminieren. In 70 Ländern weltweit ist Homosexualität immer noch strafbar. In Saudi-Arabien oder Jemen, Iran werden Homosexuelle gar mit dem Tode bestraft. Und in nur 20 Ländern weltweit hat gleichgeschlechtliche Liebe die gleichen Rechte wie Heterosexuelle. Und diese Zahl, die wollen wir gemeinsam mit euch nach oben kommen. Auch in Deutschland gibt es selbst nach der Öffnung der Ehe für alle noch viel zu tun für Lesben, Schwule, Bi, Trans und Intersexuelle. Wir setzen uns ein für eine bessere Aufklärung an der Schule, für einen besseren Schutz. Hier in Berlin beispielsweise haben die Übergriffe ja in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Und bis hin zu einem modernen Familienrecht, was sexuelle und geschlechtliche Vielfalt respektiert. Und das wollen wir auch politisch klar machen.